Hallo zusammen, mein Name ist Wiebke Stein und bei der E&S SE bin ich verantwortlich für die Themen Talentmanagement, Leadership Development und Diversity. Oftmals höre ich die Aussage im Rahmen meiner Aufgaben oder auch im privaten Umfeld, Frauen muss man einfach mal eine Chance geben. Ich würde ja lieber die Diskussion vor dem Hintergrund führen, dass Unternehmen eine Chance verpassen, wenn sie nicht gezielt auch eine weibliche Talentpipeline aufbauen, und zwar bis ins Topmanagement. Weil immerhin machen Frauen 50% der Erwerbstätigen aus, manchmal übrigens auch mehr. Und warum engagiere ich mich dann gerne auch bei iWill? Ich glaube, iWill ist einfach ein Programm und eine Initiative, die tatsächlich funktioniert, was verschiedene Hintergründe hat. Zum einen das wirklich sehr gezielte und fokussierte Matching, auch mit den Mentoren und Mentorinnen, aber auch darüber hinaus die Visibilität und die Unterstützung durch die Unternehmen. Und ich glaube, dadurch können auch gewisse Whitespots einfach aufgedeckt werden und es funktioniert. Und deswegen freue ich mich, dabei zu sein. Ich glaube grundsätzlich, dass beim Mentoring alle Seiten etwas davon haben. Also nicht nur die Mentees selber, sondern auch die Mentorinnen und Mentoren, die involviert sind und natürlich die Mentee-Kohorte auch im Ganzen. Weil auch hier findet ja Netzwerken statt. Und deswegen würde ich mich zum einen fragen, was bringen die Nominierten denn von sich aus mit? Es wäre ja auch spannend, dort eine interessante Mischung an Persönlichkeiten, Menschen und Themen einfach an einem Tisch zu haben. Und was mich dann im Zweiten auch interessieren würde, ist, was ist genau die Zielsetzung des Mentorings? Weil die muss definitiv klar sein. Ja, was möchte ich damit erreichen? Was stelle ich mir vor? Und wo möchte ich dann vielleicht 12 Monate später auch mit diesem Thema stehen? Also einfach ganz klare Vorstellung von dem, was bringe ich mit und was möchte ich aber auch mit nach Hause nehmen? Grundsätzlich würde ich gerne folgenden Tipp mitgeben. Neben der Zielsetzung ist es auch wirklich wichtig zu wissen, was suche ich eigentlich und was suche ich nicht. Das heißt, vorher auch ganz klare Erwartungshaltung zu managen und zu sagen, wie kann ich denn nun auf dem Weg zu meinen Zielen begleitet werden? Was sind die Schritte dahin und was würde mir auch nicht helfen? Dann ist es, glaube ich, auch wichtig, sich die Frage zu stellen, ist das jetzt gerade der richtige Zeitpunkt und der Kontext, in dem ich ein Mentoring brauche? Und also grundsätzlich kann man eigentlich zusammenfassen, ganz klar wissen, was suche ich, was suche ich nicht und das auch festzuhalten und eine klare Erwartungshaltung zu managen. Ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Ich würde gerne mal ein paar Beispiele nennen. Mentees, die leider nicht aufgenommen werden konnten, haben grundsätzlich die Möglichkeit, an der Leadership Next Academy zu partizipieren. Dort haben sie einen exklusiven Platz. Und auch dort gibt es verschiedene Führungsimpulse im Rahmen einer Lernreise. Es findet Netzwerken statt. Und vielleicht bietet das ja auch die Möglichkeit, dann im Jahr darauf nochmal für die iWill-Kohort berücksichtigt zu werden. Des Weiteren auch nochmal der Hinweis, wenn man schon mal nominiert wurde, hat man ja auch eine gewisse Visibilität schon im eigenen Unternehmen, da auch nochmal den Dialog aufzugreifen und zu sagen, auch wenn das jetzt nicht geklappt hat, welche anderen Entwicklungsschritte könnte man denn angehen? Also auf jeden Fall dieses Thema fortführen und die eigene Entwicklung auch proaktiv mitgestalten.